Wirtschaftsminister Robert Habeck ist am Abend bei Maischberger. Und das, was er zu drohenden Insolvenzen sagt, also zu Betrieben, die vor der Pleite stehen, das ist teilweise wirklich absurd, meinen einige. Warum? Wir hören mal rein. Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja. Aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Frau Wagenknecht, so erklärt Robert Habeck eine Insolvenz bzw. eine Nicht-Insolvenz. Man merkt auf jeden Fall, er braucht Nachhilfe. Vertrauen Sie diesem Minister denn noch? Also ich meine, dem kann man ja nicht vertrauen. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, ich war einfach fassungslos. Also wir befinden uns in einer dramatischen Situation. Deutschland steuert wegen dieser explodierenden Energiepreise auf eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe zu. Und wir haben im Wirtschaftsministerium jemanden sitzen, der offenbar elementare wirtschaftliche Zusammenhänge nicht kennt oder nicht durchschaut oder nicht durchschauen will. Und ich meine, okay, man kann ja mal einen Ausfall haben. Man kann mal einen Abend schlecht drauf sein. Also das könnte man ja noch hinnehmen. Aber ehrlich gesagt, das ist ja nicht der erste Ausfall. Ich meine, während andere Länder zum Beispiel Energiepreise deckeln, in Frankreich steigt der Strompreis in diesem Jahr um 4% im ganzen Jahr. Der Sprit, Diesel und Benzin sind um 40 Cent pro Liter billiger als hier. Und während also hier alles weiter nach oben geht, hat unser toller Wirtschaftsminister die Idee, oh, das mache ich noch mal ein bisschen was obendrauf und mache eine Gasumlage und lässt auch noch die Energielobbyisten diese Gasumlage, also das Gesetz dafür schreiben und wundert sich dann, dass es genauso aussieht, wie es aussieht, wenn Lobbyisten von Unternehmen sich ein Gesetz basteln, nämlich ein Selbstbedienungsladen. Also insoweit, das ist ja eine Folge von Ausfällen. Und ich sag mal, wenn nur ein Minister schlecht drauf wäre in dieser Ampel, obwohl das ist ja ein Schlüsselressort, aber auch das wäre schon schlimm genug, aber es ist ja die ganze Regierung. Ich meine, die haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Und auf diesen Wirrwarr-Wirtschaftsminister hat Friedrich Merz reagiert in der Bundestagsdebatte. Und da wollen wir auch reinhören. Wenn Sie können, die hochkomplexen Fragen der Energiepolitik und der Versorgungssicherheit unseres Landes in einer solchen existenziellen Krise doch nicht allen Ernstes einem Bundeswirtschaftsminister überlassen, der zwar, wie wir immer wieder sehen, gefällig formulieren kann, dem wir immer wieder beim Denken zuschauen dürfen, der aber umgeben ist, ganz offensichtlich in seiner Partei und in seinem Apparat von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen. Mit Verlaub, wie hilflos, Herr Habeck, Sie in diesen Fragen sind, das konnte man gestern Abend im deutschen Fernsehen beobachten. Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was Sie da gestern Abend von sich gegeben haben. Man kann das nur hoffen. Ja, Friedrich Merz kritisierte Bundeswirtschaftsminister Habeck hier sehr stark. Und es gibt eine Umfrage bei uns auf der Homepage bei Bild. Und da haben wir gefragt, ob unsere Leser dem Bundeswirtschaftsminister noch zutrauen, das Ruder wieder rumzureißen, die Energiekrise zu meistern. Und das ist nicht gut ausgefallen. Oh Wunder, muss man auch sagen, nach dem Auftritt gestern bei Maischberger, fast 95% derjenigen, die abgestimmt haben, und das sind zu diesem Zeitpunkt fast 100.000 Nutzer von Bild.de. Hier sehen wir es, 93% sind es genau, 7% sagen ja, Habeck wird uns gut durch die Krise bringen, 93% sagen nein. Wie gesagt, bei rund 100.000 Usern, die schon abgestimmt haben, ist das natürlich ein deutliches Urteil. Es war jetzt eine wirklich gute, einfache Vorlage für Friedrich Merz, ein Elfmeter, den er auch verwandelt hat. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich in Wirklichkeit, wie solide sitzt Robert Habeck da im Wirtschaftsministerium? Ist er wirklich der Mann mit genügend Fachwissen, mit genügend Kenntnis, um Deutschland als Wirtschaftsminister durch diese Krise mitzusteuern?
Und ehrlicherweise habe ich da schon länger meine Zweifel. Aber wir sehen jetzt doch immer mehr Dinge, Auftritte auch, die wirklich einen stark daran zweifeln lassen. Man hat fast den Eindruck, das Wirtschaftsministerium ist so etwas wie ein Trainee-Zentrum, wo man sich erstmal über Monate ausprobieren kann. Nein, das ist es nicht. Das ist kein Trainee-Zentrum, in dem man probieren kann, testen kann, was einem Spaß macht, was funktioniert und nicht. Dieses Wirtschaftsministerium ist ein zentrales Ministerium, gerade in dieser Krise. Es wurde geführt von wirklich schillernden Figuren, Ludwig Erhard, Otto Graf Lambsdorff, Karl Schiller. Und jetzt sitzt Robert Habeck da und man hat die Ahnung, er tüftelt ein bisschen, probiert aus, liegt daneben, liegt hier daneben und kann nicht mal erklären, was eine Insolvenz ist. Das ist für diesen Standort eine echte Gefahr. Dazu jetzt hier bei uns im Studio Bild-Chefredakteur Johannes Boje. Grüß dich, guten Morgen. Hi. Wie weit ist der Wirtschaftsminister aktuell von der Wirklichkeit entfernt? Das ist Hi, guten Morgen erstmal. Absurd. Ja, es ist in der Tat vollkommen absurd, denn das, was Habeck da ja einerseits beschreibt, ist eine klassische Insolvenz. Nämlich als Wirtschaftsunternehmen habe ich laufende Kosten, kann aber meine Produkte nicht mehr produzieren, folglich nicht mehr absetzen, verkaufen, habe also keine Einnahmen, aber Ausgaben. Das führt in die Insolvenz. Die ist in Deutschland übrigens auch gesetzlich ja sehr streng geregelt, ne? Also es gibt Insolvenzverschleppung. Heißt, er beschreibt etwas und leugnet aber, dass er das beschreibt, sagt, das sind eigentlich gar keine Insolvenzen. Und da erkenne ich einen Wirtschaftsminister, der die Realität nicht mehr wahrnehmen möchte. Vielleicht ja deshalb nicht, weil sie die Folge seiner Politik ist. Habeck hat ja auch gesagt, er sieht keine Insolvenzwelle auf uns zurollen hier in Deutschland. Wie siehst du das? Ich sehe eine riesige Insolvenzwelle auf uns zurollen. Das ist klipp und klar. Wir haben in Bild immer wieder jetzt auch Unternehmen beschrieben, die es einfach nicht mehr schaffen zu produzieren oder die ihre Dienstleistungen nicht mehr anbieten können. Und die gehen in einem fort insolvent. Wir hatten zum Beispiel eine Wäscherei, die die Stromkosten nicht mehr bezahlen kann, sind in der Wäscherei natürlich besonders hoch, weil die Waschmaschinen die ganze Zeit laufen. Das kann man nicht einfach aus der Marge nehmen, also aus dem, was eigentlich beim Unternehmen hängen bleibt. Das ist zu wenig, um diese explodierenden Kosten zu tragen. Es gehen schon Unternehmen insolvent und da würde ich mir und ich glaube auch viele Bürgerinnen und Bürger außer mir sich einen ganz anderen Wirtschaftsminister wünschen, der auf dieses Thema wirklich eingeht, statt es zu verleugnen. Aktuelle Beispiele, Hakle, Görz, der Schuhhersteller. Was ist dein Eindruck? Schafft es der Wirtschaftsminister Habeck noch? Ist er überfordert? Kann er das noch? Er ist vollkommen überfordert. Und zwar erkenne ich hier einen Wirtschaftsminister, der zwischen seiner Ideologie und dem Notfall, in dem wir uns eigentlich befinden, nicht den richtigen Weg findet. Er verharrt wahnsinnig an dem, was seine Partei, die Grünen, seit vielen Jahrzehnten gefordert haben. Und das Allerschlimmste und Erstaunlichste auch gestern in diesem Clip bei der ARD, den wir gerade eben gesehen haben, finde ich, ist eine Stelle, die zeigt, wie er sich da verheddert. Nämlich, er flüchtet sich in Selbstmitleid und Larmoyanz. Es gibt eine Stelle, da sagt der Wirtschaftsminister dieses Landes, er selber habe es ja schon lange nicht mehr geschafft, mal in Ruhe zu frühstücken oder selber zum Bäcker zu gehen. Da kann ich nur sagen, viele, viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sind in allergrößter Not. Die haben Sorge, dass sie im Winter heizen können. Die haben Sorge, dass im Winter das Licht ausgeht. Und dass da der Wirtschaftsminister, wenn er nach einer Insolvenzwelle gefragt wird, davon berichtet, dass ihm die Zeit für ein ausführliches oder ein gemütliches Frühstück fehlt, das ist völlig daneben. Und da sieht man, wie er sich verirrt.